Weil der Feind bei Tag und Nacht zu unserem Schaden wacht und unsere Ruhe will verstören, so wollest du, o Herre Gott, erhören, wenn wir in heiliger Gemeine beten. Den Satan unter uns nicht wissen beten. So bleiben wir zu deinem Ruhm, dein auserwähltes Eigentum, und können auch nach Kreuz und Leiden zur Herrlichkeit von Himmel scheiden.